Es freut mich, euch nun dieses Thema zu erklären, nämlich das Multiplizieren von Termen. Und beim Multiplizieren von Termen gibt es eine ganz, ganz wichtige Regel. Potenzen mit derselben Basis werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert. Ganz wichtig, mit derselben Basis. Schauen wir uns diese Regel allgemein an. A hoch n mal a hoch m ist gleich a hoch n plus m. Wir haben immer die gleiche Basis und die Hochzahlen werden addiert. Okay, a hoch 3 mal a hoch 7 ist ja dann a hoch 3 plus 7 beziehungsweise a hoch 10. C hoch 8 mal c hoch 2 mal c hoch 3 mal c. Wenn jetzt diese Variable öfters vorkommt, dann kann man diese Regel öfters anwenden oder einfach gleich direkt. Das ist dann c hoch 8 plus 2 ist 10 plus 3 ist 13 plus 1 ist 14. 14, kurz gesagt gleich c hoch 14. Diese Regel darf wie gesagt nur bei Multiplikationen mit gleichen Variablen angewendet werden. Unterschiedliche Variablen werden alphabetisch angeschrieben und es wird die Regel jeweils für jede Variable getrennt angewendet. Die Zahlen werden miteinander multipliziert und vor den Variablen hingeschrieben. Bei diesem Beispiel starten wir mit den Zahlen. 3 mal 2 ist 6 mal 3 ist 18. Dann beginnen wir mit dem niedrigsten Buchstaben, das ist das C. Wir haben hier ein C hoch 3, hier ein C Quadrat. C hoch 3 mal C hoch 2 ist C hoch 5. Dann kommen die X. Wir haben ganz vorne ein X Quadrat, hier ein X hoch 6. X Quadrat mal x hoch 6 ist x hoch 8. Und zum Abschluss haben wir dann noch die Variable z, z hoch 3, z Quadrat mal z ist z hoch 6. Das Malzeichen wird zwischen den Variablen meistens weggelassen. Streng genommen ist es aber immer da. Das heißt, wenn wir dann schreiben 9x Quadrat, y hoch 3 z ist das nichts anderes als 9 mal x Quadrat mal y hoch 3 mal z. Gut, multiplizieren von Monomen, das heißt, das haben wir jetzt schon gemacht. Wir haben überall Monome. Zuerst die Zahlen multiplizieren. Minus 6 mal 4 ist minus 24. X Quadrat mal x Quadrat ist x hoch 4 mal x hoch 5 ist x hoch 9 und dann noch die y Quadrat mal y hoch 3 ist y hoch 5. Zweite Möglichkeit, Multiplikation eines Binoms mit einem Monom. Erinnern wir uns an das Distributivgesetz. A plus b mal c ist ja a mal c plus b mal c. Das heißt, jedes Glied des Binoms wird mit dem Monom multipliziert. Und wir wenden jetzt die oben gelernten Multiplikationsregeln an. Beachte, plus mal plus ist plus, minus mal minus ist plus und plus mal minus ist minus und minus mal plus ist auch minus. Versuchen wir das Ganze jetzt anzuwenden. Folgende Rechnung. Wir haben hier ein Binom, das mit einem Monom multipliziert wird. Das heißt, wir starten einmal mit 12a² b² c hoch 3 mal 3a hoch 4 b hoch 5 c hoch 6. 3 mal 12 ist 36. a² mal a hoch 4 ist a hoch 6. b² mal b hoch 5 ist b hoch 7. c hoch 3 mal c hoch 6 ist c hoch 9. Dann kommt noch das zweite Glied. Minus 6 mal 3 ist minus 18. A mal a hoch 4 ist a hoch 5, b hoch 7 und c hoch 9. Die dritte Möglichkeit ist, wenn wir jetzt ein Polynom mit einem Monom multiplizieren. Und da gilt die gleiche Regel weiterhin.
Jedes Glied des Polynoms wird mit dem Mono multipliziert. Die Rechenregeln bleiben gleich. Nur man muss das halt jetzt öfters ausführen. Wir beginnen mit der Multiplikation des ersten Gliedes des Polynoms mit dem Monom. 7 mal 2 ist 14, c hoch 8 und d hoch 11. Dann kommt die Multiplikation von minus 3cd, das heißt minus 6, c hoch 7, d hoch 9. Und zum Abschluss 5 mal 2 ist 10, also plus 10, c hoch 7, d hoch 11. Und zum Abschluss haben wir noch das Multiplizieren mit mehrgliedrigen Termen. Und da gilt folgende Regel. Jedes mit jedem, man muss jedes Glied des ersten Terms mit jedem Glied des zweiten Terms multiplizieren. Wichtig, achte auf die Vorzeichen. Und dazu schauen wir uns jetzt folgendes Beispiel an. Minus 4f² plus 2f hoch 3 mal 3f² minus f. Folgende Regel, jedes mit jedem. Starten wir mal mit diesen beiden, dann haben wir minus 12f hoch 4. Dann kommt plus 4f hoch 3 und dann kommt noch der zweite Teil vom ersten Binom, dann haben wir plus 6f hoch 5 und zum Abschluss minus 2f hoch 4 und wir sehen jetzt, wir können noch die f hoch 4 zusammenziehen und das Ergebnis ist dann 6f hoch 5 minus 14f hoch 4 plus 4f hoch 3. Das heißt ganz wichtig, jedes Glied des ersten Terms mit jedem Glied des zweiten Terms multiplizieren. Wie das funktioniert, bleibt gleich, aber wie gesagt, man muss das Ganze dann öfters ausführen.